dir noch was zu diesem wunderbaren Bild erklären, weil das hat die Annette von unserer Wohnzimmerwand gekrallt. Und ich erzähle Ihnen ganz kurz die Geschichte von dieser hyperrealistischen Arbeit von Franz Gersch. Franz Gersch ist eigentlich der wichtigste noch lebende Schweizer Maler. Er ist 86 Jahre alt. Und das ist sein erstes Frauenporträt. Er hat vor einigen Arbeiten mal fotografiert, hier Irene, und fängt dann an zu malen auf einer weißen Leinwand mit einem Diapositiv, was auf die Wand, auf die Leinwand wird, fängt dann an zu tüpfeln, tüpfeln, tüpfeln. Und vermischt Wirklichkeit und Fiktion. Irene gehörte in die Szene in Luzern, wo er sich auch bewegte mit Jean-Christophe Ammann und all diesen. Und Irene ist ganz früh verstorben bei einem Motorradunfall in Südafrika. Wenn Sie das alles wissen, die ist eine Edelprostituierte gewesen, wenn Sie das alles wissen und in Ihr Gesicht schaut, auf die Lächeln in die Augen, dann und die Geschichte sich ausdenken, dann passiert in Ihnen was. Das wurde auch beschrieben, dass es eine Emotionalisierung dann gibt. Irgendein Mediziner hat gesagt, it's like a taking drugs. Und es ist, it's so human, hat er gesagt, it's really so human, that's it.